Kunden werden automatisch Mitglieder einer Genossenschaft. Das ist das Prinzip im neuen Mitmachmarkt MIMA in Klagenfurt. Je mehr einkaufen, desto günstiger sollen die Produkte werden. Das Ziel ist mehr Marktmacht für regionale Produzenten. Zudem sieht sich das Geschäft als Treffpunkt. Wir alle sind Konsumenten. Die Frage ist, zu welchem Preis? Was dieser Konsum die Umwelt kostet und ob auch die Erzeuger davon leben können. Einen anderen Handel und auch gesellschaftlich anders agieren wollen die Genossenschaftsmitglieder des Mitmachmarktes MIMA. Der Shop hat diesen Oktober in der Klagenfurter Kolpinggasse aufgesperrt. Die Vorteile sind, dass jeder mitbestimmen kann, was es gibt, dass jeder mitbeteiligt ist. Es sind alle Miteigentümer. Es ist gemeinschaftliches Verwalten, gemeinschaftliche Verantwortung. Und das ist einfach eine bessere Art zu wirtschaften oder eine bessere Art, um in die Zukunft zu gehen. 95% der angebotenen Waren sind Bioprodukte und oder regional in Kärnten produziert worden. Nur wenn du selber den Markt in der Hand hast, hast du auf Dauer die Möglichkeit, überhaupt zu bestehen. Gell? Das ist ja das wirklich Schwierige in der Landwirtschaft. Du musst so groß werden. Und auch die Biobauern, die mit Supermärkten kooperieren, haben das gleiche Problem. Die werden auch in die Größe gedrängt. Und das ist da nicht notwendig. Gell? Da kann man auch als kleiner Produzent einsteigen. Gell? Je mehr Mitglieder es gibt, desto billiger werden die Waren. Derzeit sind die Preise noch mit solchen für Bio-Lebensmittel im normalen Supermarkt vergleichbar. Einmalig ist ein Mitgliedsbeitrag von maximal 200 Euro zu bezahlen. Waren werden eine Woche im Voraus bestellt. Was dann noch fehlt, wird am Markttag eingekauft. Und jedes Mitglied bringt sich mit seinen Fähigkeiten für 3 bis 10 Stunden pro Monat ein. Es gibt Mitglieder, die können super Elektrosachen reparieren. Es gibt welche, die können gut kochen, auf Kinder aufpassen. Und wir tauschen diese Skills aus. Ja? Also diese Talente werden einfach von uns geschätzt und angeboten in der Gruppe. Ja? Und so soll es eigentlich auch draußen wieder mehr sein. Ja? Dass die Menschen untereinander sich helfen, füreinander da sind und wieder mehr Gemeinschaften bilden. Alle Entscheidungen im Mitmachmarkt werden nach soziokratischen Grundsätzen getroffen. Das heißt, jede Stimme zählt gleich viel. Jede Entscheidung, die gefällt wird, wird von jedem einzelnen Mitglied mitgetragen. Wenn ich bei einer Entscheidungsfindung alle Menschen mit einbinde, stell dir vor, du bist bei einer Entscheidungsfindung dabei und du darfst mitreden, dann tragst du die Entscheidung ganz anders mit, als wenn die Entscheidung von irgendwo heraus, von oben oder von sonst irgendwie die aufoktroyiert wird. Bis dato hat der MIMA-Markt 70 Genossenschaftsmitglieder. Maximal 250 könnten es noch werden.